Publisher Insiders Ausgabe 24. Wir sind in Bern an der Swiss Publishing Days. Und es ist lang gegangen, 24 Folgen. Und jetzt bist aber doch du mein Gast, der Hemme Ulrich. Und wir haben uns noch nicht so genau überlegt, über was wir reden. Aber ich habe herausgefunden, dass sich das Cloud Publishing sehr beschäftigt. Ist das schon auch der grosse Trend da jetzt an dieser Veranstaltung? Ja, rein von den Tools her ist das der grosse Trend. Für mich gibt es so wie die dritte Welle jetzt im Publishing. Die erste Welle war die Satzanlage, das Zentralisieren. Die zweite Welle war Desktop-Publishing mit Clark Express, InDesign. Und die dritte Welle, dem sage ich jetzt mal einfach Cloud-Publishing, ist die integrierte Arbeitsweise, wo man über das Web zusammenarbeitet, mit den neuen Möglichkeiten, mit den neuen Tools, neue Workflows, das ist das, wo mein Herz dafür schlägt. Warum findest du das interessant? Jetzt ein bisschen naiv gefragt, man könnte ja sagen, es macht alles komplizierter, du hast verschiedene Geräte, du musst dich mit dieser Cloud umschlagen, die hat ganz viele Probleme, auch Privacy zum Beispiel, man weiss nicht mehr so genau, wo seine Dokumente stecken, ob die sicher sind, es macht alles noch schwieriger, wieso findest du trotzdem spannend? Also ich finde es mal vom Datenschutz her, das ist wie ein separates Thema, natürlich, das hat auch seine Berechtigung, aber mich interessiert eher die technologische Technologie und Topologie von dem Ganzen. Was man dort alles machen kann. So eine Cloud, die muss ja nicht öffentlich laufen. Die kann ja auch in meinen vier Wänden laufen. Ich kann eine Cloud bei meinem Provider mieten und habe die Security-Diskussionen auch nicht. Aber was ich vor allem spannend finde, sind die Mietmodelle von diesen mächtigen Software in der Cloud. Das heisst, alle zusammen, die das wollen, können das mieten, auf ihre Bedürfnisse abgebrochen. Das können zwei Personen sein, das können tausend Personen sein, spielt keine Rolle. Das ist für mich wie die Demokratisierung der Möglichkeiten. Cloud, siehst du das vor allem auf der Erzeugerebene? Also wenn du Inhalte erzeugst, oder hat es auch einen Vorteil für die Anwender, dass man mehr Distributionskanäle hat? Zählst du das auch zu der Cloud, oder geht es dir vor allem auf um die Seite von dem, der Sachen erstellt? Es ist primär, wenn ich Cloud Publishing sage, ist wirklich der Stellungsprozess gemeint. Einfach eine Anlehnung an Desktop Publishing ist jetzt die nächste Welle weg vom Schreibtisch hin in Cloud. Aber das andere, das fasziniert mich auch, also dass du die Informationen zum richtigen Zeitpunkt auf dem richtigen Gerät kannst ausliefern im richtigen Medium. Das macht Cloud auch möglich. Ist Cloud nur etwas für Leute, die im Team arbeiten, oder es gibt ja dann trotz allem immer auch noch den Einzelkämpfer, der halt findet, nein, ich bin eine One-Man-Show, ich bin am besten, wenn ich für mich arbeite, ich brauche niemanden, der mir meinen Workflow durcheinander bringt. Bringt es für den auch etwas, wenn du ja nicht ein Team hast, wo die Cloud tatsächlich Kollaboration einfacher macht? Ja, ich finde eben gerade, ich habe die Möglichkeit auch wirklich mächtige Software zu brauchen, wo man vor ein paar Jahren, vor 5-6 Jahren, hat man die nicht vermögen, als One-Man-Show oder als kleines Team. Und jetzt kann ich wirklich einfach hergehen und sagen, ich brauche ein CRM, ich brauche ein Newsletter-Tool und ein Web-CMS-System und zahle für das, was ich brauche. Und darum macht es das für mich extrem spannend, auch für One-Man-Shows. Ja. Wie brauchst du die Apps? Was hat für dich persönlich Cloud jetzt verändert? Bist du schneller geworden? Bist du kreativer geworden? Bist du, ich weiß auch nicht, vielleicht schaffst du ganz anders wie vorher? Was sind da die wesentlichen Merkmale, was sich für dich verändert hat? Also ich bin mal sowieso grundsätzlich wie ein Cloud-Freak. Alles, was irgendwie in Browser geht, gehört bei mir in Browser. Das ist wie ein Grundsatz, den ich schon Jahre lebe. Und natürlich eben die ganze Datenschutzdiskussion und so, das ist wirklich für mich eine andere Baustelle. Mir geht es um Technologie. Und die Cloud kann Inhalte laufen, wie sie will. Aber mein Leben hat sich massiv verändert. Und zwar, früher bin ich verantwortlich gewesen in der Druckerei und nachher bei unserer Firma für die IT. Ja.
Und ich würde sagen, seit dass die Daten in der Cloud liegen, kann ich besser schlafen. Ja, warum? Weil du denkst, sie sind sicherer, als wenn jeder sie auf seinem Rechner hat oder auf irgendeinem kleinen Server, der im Ecken steht und jemand dann irgendwann mal einen Kaffee drüber schüttet oder so. Genau, viele Leute sagen, ja, ist mir nicht so wohl, wenn ich meine Daten nicht bei mir habe. Und ich sage, es ist mir nicht so wohl, wenn ich die Daten bei mir habe. Mhm. Und ich habe mal ein Schlüsselerlebnis mit einem Provider diskutiert, mit einem Geschäftsführer von einem Internetprovider. Und der hat gesagt, sie macht das ganze Büro über Google Apps, also über die Google Cloud-Geschichten. Und ich sagte, ja, aber hallo, du bist ja Provider, kannst ja das selber hosten und weiss nicht was. Und er sagt, weisst, wenn es ganz sicher muss sein, dann muss ich es zu Google tun. Aber das ist ein bisschen, wie soll ich sagen, eine Kapitulation, weil wie sicher es bei Google ist, weisst du dann auch nicht, du kannst nicht zu Google gehen und sagen, was machen die, dass meine Daten nicht verloren gehen, sondern Google, man traut denen das einfach zu, aber kontrollieren kann man es letztlich nicht. Das ist ja so, wobei ich muss jetzt sagen, ich arbeite sicher seit 5 Jahren mit Google Apps und ich habe noch nie ein Bit verloren, also unglaublich, oder Zuverlässigkeit, also viel weniger Ausfälle, als wir vorher hatten, als wir selber Mail-Server hatten und all das Zeug. Und das, ja. Verstehst du auch die Leute, die Angst haben vor dieser Cloud? Es gibt ja viele Sachen, denke ich, die einem Angst machen können. Man kann finden, es wird wahnsinnig viel komplexer. Vorher hast du noch eben deinen Rechner gehabt, genau, den du damit geschafft hast. Genau. Da hast du gewusst, was für Software draufläuft, was für Programme du brauchst. Hast du vielleicht ein Backup gehabt oder nicht, aber du hast wenigstens, es ist überschaubar gewesen. Und jetzt sind die Programme sind komplizierter geworden, du musst umsynken, du musst wissen, was mit welchem Programm, und es wird alles um eine Dimension komplizierter. Und da gibt es vielleicht Leute, die finden, nein, ich will das nicht machen. Und verstehst du die Cloud-Verweigerer? Ja, klar. Also mal grundsätzlich, ein Mensch macht alles Angst, die neu ist. Wir haben genug alt, für das jetzt Desktop-Publishing auch erlebt haben, wo das gekommen ist. Und die kritischen Stimmen dann zumal, dass man auf Wochenende Spielzeugcomputer nicht kann professionelles Publishing machen. 2 Jahre später war es bewiesen gewesen, dass es doch geht. Und ich sehe das ähnlich im Moment. Also ich rege mich auch nicht auf, wenn da jemand anderer Meinung ist. Und ich denke einfach, es kommt sowieso. Und es ist wie eine Welle, wo ich lernen kann surfen. Entweder versaufe ich drin oder ich surfe so. Ich bin auch für Surfen. Denkst du, Cloud wird alles andere ablösen? Das wird so zum dominanten Paradigma werden? Also wer nicht auf der Cloud, auf dieser neuen Welle reiten lernt, wird irgendwann einmal untergehen? Oder glaubst du, wird sich auseinanderdividieren und es wird verschiedene Arbeitsweisen geben und es wird halt die einen mehr auf dem alten Weg bleiben und andere mehr halt dann wirklich neu Cloud voll umarmen? Oder wird es irgendwann mal nur noch die Cloud geben? Ich bin auch überzeugt, dass es nur noch Cloud geben wird, aber es wird auch dort Open-Source-Strömungen geben. Wenn ich mit einem WordPress arbeite, dann habe ich den Code, den ich will. Ich muss mich nicht verheiraten mit der Creative Cloud oder mit der Apple Cloud oder Google Cloud. Es ist eigentlich völlig egal. Es geht letztlich darum, dass man die IT kann vereinfachen kann. Du findest wirklich, es ist einfacher. Ich finde, es ist schon Komplexitätszunahme. Weil eben, zum Beispiel auch so, oder ist es nur ein Wahrnehmungsproblem? Cloud zum Beispiel setzen da viele auch gleich mit Software als Service. Man mietet jetzt, man kauft nicht mehr. Das ist auch so ein Faktor für viele, was passiert, wenn mein Abo nicht überprüft werden kann, gibt das Risiken für Produktionssicherheit, was passiert, wenn bei Adobe die Server mal abbrauchen, wenn das Internet aus irgendwelchen Gründen nicht mehr grad so funktioniert, wie man das gewöhnt hat. Es gibt schon mehr Unwägbarkeiten. Dass Adobe-Server abrauchen, die Chance ist relativ klein, dass sie Amazon-Server-Farmen, also das ist die Chance, dass mein Mac den Boden geht und kaputt geht, wesentlich grösser. Mhm. Und das Zweite, was ich immer sage, wenn du nicht mit der Cloud arbeitest, kannst du heute ohne Internetzugang nicht mehr lange arbeiten. Also, wenn du in der Druckerei bist, in einer Vorstufe oder wo auch immer, sag mal, nach einem halben Tag hast du keine Büte mehr, weil das E-Mail nicht mehr geht oder was auch immer. Also du bist faktisch eh schon angewiesen auf die ganze Webtechnologie und die Internetanbindung. Mhm.
ist die Cloud nur ein technisches Hilfsmittel, einfach ein clevereres Werkzeug als früher, oder hat sie auch auf dem kreativen Bereich Auswirkungen? Wird man einen besseren Designer gestalten dank der Cloud oder vielleicht allenfalls schneller? Oder wie schätzt du dort auf der kreativen Seite so die Auswirkungen ein? Also was natürlich ganz cool ist, sind die ganzen Social-Media-Geschichten, die laufen rund um Design. Ob es ein Behance ist vielleicht hier bei uns nicht so bekannt, Behance. Das ist die Adobe-Plattform, wo man sein Portfolio kann ausstellen kann, wo man kann auch Gleichgesinnte treffen kann. Genau, das ist so. Und das ist kommt von Amerika, ist dort auch extrem etabliert bei den Kreativen. Und da kann man wirklich reingehen und schauen, wie entsteht etwas so bei einem Künstler oder bei einem Grafiker. Und das finde ich schon, dass es Kreativität anregt. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch die extremen Strömungen, wie 99design oder wie auch immer, wo man zu einem Hungerlöhnchen seine, genau, seine Dienstleistungen anbietet. Das sind die Clickworkers. Genau, das ist natürlich einfach das andere Extrem, oder? Für Schweizer natürlich nicht so eine Option, weil wir einfach nicht auf die Löhne kommen. Aber umgekehrt kann man natürlich irgendeinen Job auf Indien vergeben und so Geld sparen. Ja, genau. Und das ist wahrscheinlich auch eine brutale Realität von der Cloud, ist, dass meine Konkurrenz ist nicht mehr mein Nachbar, sondern einfach die Welt. Mhm. Egal wer, egal zu welchem Lohn, zu welchen Bedingungen. Mhm. Und das macht es schon recht schwierig. Aber wir haben zum Beispiel schon mal ein Projekt gemacht, wo wir das Korrektorat bewusst die Zeitzone verschoben haben. Und das war für mich so das Aha-Erlebnis, wie das kann Effizienz steigern kann, über die Cloud zusammenzuarbeiten. Durch den Tag haben wir gelayoutet, wenn wir Nacht hatten, haben sie es korrigiert. Und so ist das immer gelaufen, oder? Mhm. Macht es organisatorisch anspruchsvoller, aber da muss man dann auch wieder die Werkzeuge drumherum beherrschen, die Kommunikationswerkzeuge. Wie kommunizieren ihr? Ist das noch altherkömmlich über E-Mail oder habt ihr etwas wie Slack? Das ist also eine Plattform, wo man im Team quasi Webits chattet oder die Werkzeuge rundherum müssen ja dann dort auch stimmen. Mhm. Also wir haben verschiedene Tools. Wir sind ja ständig am Schauen. Wir machen das Projektmanagement mit Asana. Mhm. Das kenne ich jetzt nicht. Das sind ein paar Google-Mitarbeiter, die sich mal haben selbstständig gemacht und so ein Task-Management-Software gemacht. Ich selber als Hemmer, ich brauche ein To-Do-Ist. Ja. Das ist auch so eine Task-Management-Software. Mhm. Und das ist eigentlich das. Also wir und natürlich das ganze Administrativ läuft bei uns über Google Apps. Wir haben die ganze Firma ist bei uns auf Google Apps, Kalender, Mail, alles zu. Wie erlebst du das? Wir sind jetzt da eben gerade an den Swiss Publishing Days. Wir haben gerade einen Vortrag von Adobe-Mitarbeitern gehört, wo die sind natürlich immer sehr euphorisch. Man hat es auch gesehen, den kulturellen Unterschied gerade in dem Vortrag. Sie haben Videos eingespielt von der Adobe Max aus Amerika. Genau, da haben die Leute applaudiert und gejubelt, wenn wieder eine neue Funktion vorgestellt worden ist. Bei uns ist das Verhalten gewesen. Ich glaube, da ist ein riesen Mentalitätsunterschied, hat man da sehr schön rausgespürt. Den merkt man auch bei der Cloud, glaube ich. Ist das gut, dass wir da als Schweizer ein bisschen zurückhaltender sind? Oder ist das allenfalls auch Gefahr, dass wir uns darum abhängen lassen, weil wir eben die Cloud zu lang, zu skeptisch anschauen, zu sehr bei dem bleiben, wo wir kennen? Wie siehst du das? Wie würdest du das einschätzen? Das finde ich eine extrem spannende Frage. Ich sage immer, ich bin froh, dass ich Schweizer bin. Das ist auch vielleicht noch das humanste Land hier. Ja. Ich bin froh, bin ich für diesen Teil nicht Deutscher. Mhm. Weil ich habe den Eindruck, dass sich die deutsche IT im Moment abkapselt. Die haben noch mehr so die Datenschutzbedenken. Genau, aufgrund von solchen Sachen. Es kommt mir wirklich vor, weißt du, wie dann, wo Desktop Publishing kam, wo man hat gesagt, nein, du kannst mit diesem kleinen Computer, mit diesen 12 Zoll, kannst du nicht layouten. Das ist unmöglich. Und 2 Jahre später hat es jeder gemacht. Mhm. Mhm. Ich bin überzeugt, wir sind an so einem Wendepunkt im Moment. Mhm. Ein zweites Stichwort ist sicher mobile Apps. Das haben wir jetzt auch gerade noch vorher gesehen. Adobe verzahnt das sehr stark, die Desktop-Apps mit mobilen Geräten, mit dem iPad.
das iPad Pro starten, dann demnächst, alles bevor. Jetzt kommen die, ich habe die zum Beispiel das Adobe Comp CC gekannt, wo man am Tablet layouten kann, indem man einfach mit seinem Finger die Rahmen zeichnet und einen Text einfügt. Jetzt sieht man, jetzt schwappt die Idee auch in die Desktop-Apps über. Auch die kann man jetzt dann mit Finger, mit Stift zeichnen. Wie verändert das? Ich habe das Gefühl, das wird auch eine ganz andere Gestaltung nach sich ziehen, aber ich kann auch nicht so abschätzen, wie die wird aussehen. Was meinst du, was sind dort Auswirkungen? Also ich sehe das ähnlich. Ich sehe, wir sind da momentan wirklich in der Testphase. Und man denkt auch, die neuen Apps und die neuen Features, die muss man so einordnen als Konsument. Also nicht einfach, oh, was ich jetzt da habe gesehen bei Michael Ninnes, das ist so, wenn ich die nächsten 10 Jahre arbeite. Mhm. Sondern, nein, das ist mal, Adobe wirft einfach etwas raus. Wenn es gut kommt, kommt es gut. Wenn es nicht gut kommt, pflegen wir es nicht mehr weiter. Ja, genau. Das heißt, wir sind in dieser Zeit, das ist völlig andere Kultur geworden. Auch etwas, was uns manchmal ein bisschen verunsichert, indem man findet, eben, du sagst es, sie haben schon x Produkte auch wieder eingestellt, zum Beispiel mal, ich weiss schon nicht mehr, wie sie heisst, eine schöne Layout-Software, die du im Browser hast können benutzen, gute Sache, ist von einem Tag auf den anderen wieder weg gewesen. Genau. Mit dem muss man sich abfinden, oder? Das ist etwas, was man kann lernen kann, wahrscheinlich fast das Wichtigste, sich nicht mehr so festklammern an alt hergebrachtem und halt die Sachen ausprobieren und ist das die Aufforderung? Ja, ich finde, das ist sicher auch die Herausforderung. Also auf welchen Dienst setze ich? Ich kann ja nicht auf einen Dienst setzen, den es in einem Jahr nicht mehr gibt. Mhm. Und was tue ich einfach mittesten und mal schauen, dient es mir nicht? Das ist sicher eine riesen Herausforderung, für eine Investitionssicherheit zu bekommen. Mhm. Du hast gesagt, es wird sich alles verändern, alles bleibt im Fluss. Trotzdem die Frage, wie verändert sich's in 5 Jahren? Wie schaffst du in 5 oder in 10 Jahren? Ich habe noch eine Sitzung mit dem InDesign-Team und meine Frage ist, an welchem Datum, zu welchem Termin kommt InDesign im Browser? Spannende Frage. Für mich meinst du, sagen Sie dir etwas? Ich weiss es nicht, das ist sicher unter NDA, aber... Ich bin völlig komplett überzeugt, dass das Cloud Publishing dann etabliert ist. Wenn es InDesign im Browser kommt? Ja, ob das noch InDesign heisst oder ob das irgendwie es leitet oder whatever. Also, es geht einfach darum, dass man die einzelnen Inseln jetzt verbindet über Webtechnologie. Mhm. Noch etwas, was man müsste nachtragen zu dieser Diskussion? Etwas, was dir besonders wichtig ist? Ja, mir ist es wirklich wichtig. Ich bin ja Cloud-Freak und ich diskutiere. Also, mir geht es nicht um den Datenschutz. Das ist völlig eine andere Baustelle. Mir geht es um Technologie. Und das muss man weit trennen. Und der Datenschutz ist schon gesetzlich geregelt und das Gesetz muss sowieso nicht nachher mit der Entwicklung, die wir haben in der IT. Also, es sind wie zwei Baustellen. Du bist darum ein Fatalist und sagst, Wir müssen die Datenschutzbedenken hinten anstellen. Und ich sehe das Dilemma auch. Weil die Datenschutzüberlegungen, die haben immer etwas sehr Bremsendes. Wenn man sich auf die einlädt, dann kann man gar nichts mehr machen. Mhm. Und trotzdem finde ich, man sollte es nicht ganz außer Acht lassen. Nein, finde ich ja. Also ich habe zum Beispiel so ein Cloud-Redaktionssystem, das ich schule, TrueEdit heisst es. Und das habe ich auch häufig in Deutschland gezeigt. Und die haben gesagt, ja, eigentlich spannend, aber solange das Hosting nicht in Deutschland ist, keine Chance. Mhm. Und das zurückgedreht dort zum Hersteller und mittlerweile kann man das auch in Frankfurt hosten. Also wenn ich mich einlogge, kann ich sagen, wo die Amerika oder Europa. Und das sind Strömungen, die Sinn machen. Ja, absolut. Jetzt, man kennt dich zwar, aber trotzdem darfst du natürlich wie alle Gäste am Schluss noch einen kleinen Werbespot unterbringen. Wo findet man dich? Wie kann man dich verfolgen, wenn man das toll findet, was du machst? Also wir sind We Love You. We Love You? Alle, jeder, der da drinnen ist. Nein. Das sind im Moment 15 Leute. Ja. Und wir sind eine Agentur, ja, die im Bereich... Ein sehr
amerikanischen Ansatz, finde ich das genau. We love you. Genau, wir sind ein Kernteam von 5 Leuten und wir sind alles wirklich so Oberfreaks, wie ich auch bin. Und probieren wirklich Startup-Groove zu fahren in diesem Bereich. Ja. Genau, und dann gibt es ja auch noch deinen Publishing-Blog. Ich habe gelesen mit den lustigen Slogans. Wer entsorgt eigentlich den Randabfall und so Sachen? Dort treffen wir daheim auch publishingblog.ch. Ganz herzlichen Dank für deine Auskünfte. Ja, merci dir, vielmals, Matthias. Danke.